Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Video mit mir, dem Magic Doom. Ja, das Epic Event nähert sich für das Epic Event, das EXP Event nähert sich für mich dem Ende. Es laufen auf allen Servern die letzten Alus, manche sind schon fertig, manche noch nicht. Und wir wollen doch mal Fazit ziehen, was wir auf den Servern so geschafft haben. Dazu werde ich dann gleich und auch später etwas einbinden, das werdet ihr dann schon im Video sehen. Tja, zusätzlich sollte auch noch das letzte Spiel der Gruppenphase für die Deutschen. Ich gebe jetzt einfach mal ganz spontan meinen Tipp ab und sage 3-0 Deutschland. Ihr könnt ja gerne mittippen unten in den Kommentaren und dann werden wir ja sehen, was die Deutschen heute hinzaubern. Rein theoretisch besteht hier noch die Möglichkeit, dass die Deutschen rausfliegen, wenn Portugal mit 2 Punkten, 2 Toren, mit einer 2-Tor-Differenz gegen Holland gewinnt und wir Deutschen 1-0 verlieren oder höher. Dann sind wir raus, weil dann sind die Dänen und... Ne, die Dänen, ich weiß nicht weiter, doch. Keine Ahnung, wer dann draußen ist. Auf jeden Fall sind dann Portugal und noch wer weiter. Und das darf natürlich nicht passieren, deswegen müssen wir die Dänen heute wegboxen. So, ja, wir haben Sonntag, kurz, also Viertel nach 3. Und wir starten auf Server 15, da haben wir jetzt Stufe 220, ein halb erreicht. Die Alu ist leer. Oh, ich kann noch einmal trinken, aber ich habe keinen Pilz mehr. Also haben wir, wie viel Alu gemacht? Moment. 580 Alu haben wir in den letzten Tagen gemacht, aber ich denke, es hätte jetzt auch nicht mehr den Fisch dick gemacht. Ich blende hier jetzt mal an der Seite irgendwo, ein, wie es vor dem Epic, vor dem EP, wenn aussah. Könnt ihr ja gerne mal die Stats und so vergleichen, aber wir statten jetzt sowieso erstmal hoch. Wir werden nämlich jetzt erstmal auch Stärke statten. Guck mal, ich habe fast 10 Millionen Gold gespart. Boah, ich hatte heute. So, dann werde ich mal hier, zack, 6500 voll machen. Und dann machen wir nochmal Ausdauer auf 3700. Haben wir das auch. Und der Rest wird in Glück gepfeffert. Und dann können wir uns ja jetzt wieder auf das Pilzsparen für den nächsten Dungeon machen. Ein 25% Trank habe ich ja, das heißt, es kann auf den Dungeon gehen. Ja, neues Equip habe ich jetzt nicht besonders, deswegen einfach mal probieren. Also ich muss sagen, das EP-Event lohnt sich immer. Ich habe auf jedem Server zwischen, ja, auf jeden Fall über 300 Alu, auch über 250 Alu gespielt. Da hat vielleicht einmal der Pilz gefehlt oder so, aber sonst hat es immer gepasst. Werdet ihr gleich auch sehen. Wir gucken uns den Kampf jetzt mal an, wie das so aussieht. Ja, ich denke mal, wir spielen im Viertelfinale mit. Wird ja nicht viel passieren. Ich werde es mir heute wieder angucken. Und ja, der Kampf nähert sich schon dem Ende. Ja, Hälfte geschafft. Soll mich nicht stören. Ich werde jetzt mal in die Stadtwache gehen für 10 Stunden. Und dann erstmal mit diesem Server für dieses Wochenende abschließen. So, Server 19. Ja, da haben wir eine Menge geschafft. Wir sind 122, haben noch 0,5 Alu, haben aber 10 Mal getrunken. Und dann habe ich mir eben noch einen Mount gekauft, das habe ich mir mal verlängert. Und ich habe den Endboss geschafft. Und habe diesen Gürtel der mutierten Kampfschildkröte bekommen. Das ist auch mal super. Ich würde noch mehr Dungeons schaffen, aber mir fehlt der Intelligenztrank und die Pilze wollte ich jetzt nicht dafür ausgeben, sondern lieber für mehr Alu. Ich empfehle es jedem, mach lieber die 300 Alu, anstatt an doof am Dungeon rumzupilzen. Und jetzt blende ich euch erstmal hier rechts, den Vergleich zu Freitag vor dem Epic Event ein. Dann könnt ihr mal gucken, wie sich das so verändert hat. Und ja, gildenmäßig sind wir Rang 14, war nochmal Rang 10, das war auch super. Aber hier geht's halt auf und ab. Also ihr seht schon, da ist Asgard, wenn wir die schlagen, sind wir Rang 12. Das geht hier halt auf und ab und wir suchen noch zwei neue Member. Ich muss heute wegen E-Aktivität kicken. Und ich habe hier noch einen, den ich auf der Verwarntliste habe. Also ja, der ist, ja, wenn der nicht online kommt, wird der auch fliegen. Ich suche neue Leute ab Stufe, ich werde das jetzt mal ändern, Stufe 90. Ab Stufe 90, denn unser Durchschnittslevel ist 118, 119 schon, na seht ihr. Wir sind fleißig am Leveln, unser Durchschnittslevel ist 119 und ich denke mal, ab Stufe 90. Pilze können auch früher rein, denn wir haben ja auch den lieben Iso Cute in die Gilde mit eingeladen.
Und der ist auch fleißig am Leveln und der macht sich gut. Wenn ihr Pilz und das gut, dann also 500 Pilze und so und dann jeden Tag 300 Alu, dann seid ihr auf jeden Fall bei uns auch richtig. Und wir können ja nochmal den Dungeon probieren. Hat zwar nicht viel Sinn. Ich tue mal den Innenstab rein, der ist dann in dem Falle besser. Ihr seht schon, es wird nichts. So, dann werde ich mich jetzt auch hier in die Stadtwache verabschieden. Nochmal schnell in die Gilde gucken, ob alles okay ist. Ist es. Und dann geht's auf Server 10. Ja, in der Regel habe ich viel geschafft, aber andersrum habe ich auch wenig geschafft, wenn ich das mit den anderen Servern vergleiche. Hier habe ich ja fast gerade mal ein Level insgesamt geschafft mit 2x 300 Alu. Und ja, das ist bitter. Also man merkt schon, die Bremse haut rein. Dann bin ich aber bald schon Level 253 und nach 253 ist die Bremse dann nicht mehr so feste. Ich habe teilweise auf... nee, das Lied will ich jetzt nicht. Jo. Ich habe teilweise auf Server 15 mehr EP gekriegt als auf Server 10 und das ist schon sehr bitter. Machen wir mal einen Kampf hier gegen Helgor, den höllischen. Wenn ich mir jetzt mal Pilze holen würde hier, dann würde ich den auch schaffen. Aber mich drängelt nichts, denn ja, die Dungeons werden immer schwieriger und da ist ja das nicht so wichtig. So, machen wir noch einen Arena-Kampf gegen Tynan hier. Der hat weniger Intelligenz als ich. Und der liegt auch. Gucken wir nochmal in die Gilde, ob alles ready ist. Dann werde ich mich auch hier... Ach, Moment. Hier werde ich jetzt nochmal schnell zum Vergleich einblenden, wie ich ja davor stand. Also, das ist ja mal... wenig, wie ihr seht. Im Inventar hat sich auch nicht viel geändert und ja, 10 Stunden Stadtwache verabschieden für heute. So, Server 9. Da ist jetzt mal eine Quest fertig geworden. Da habe ich sogar noch 9 Alu. Mache ich nochmal die Quest hier rein. Könnt ihr jetzt auch mal hier vergleichen und wie ihr seht, ich habe hier 3 Lebenstränke und dafür habe ich weder noch einen Pilz ausgegeben. Das ist auch sehr erfreulich, das heißt, dafür brauche ich auch gar nicht mehr aufzupassen. Das heißt, wenn ich Bock habe, den Dungeon zu legen, einfach reinpfeffern und Pilze ausgeben. Ja, Top-Tränke habe ich jetzt nicht drin, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Hier nochmal zum Vergleich, ich habe, glaube ich, 2 Level geschafft. Auch hier habe ich 600 Alu gespielt. Ja, habe ich. Weiß ich, da ich hier noch 2 Pilze übrig habe. Und, dann war es das auch schon hier. So ein kurzer Vergleich. Stadtwache mache ich später. So, Server 5. Hier habe ich auch einiges geschafft. Ja, ich habe hier erstmal die Epics hier rausgeschmissen. Und bin in Stufe 134. Alu habe ich jetzt nicht mehr. Auch hier 10-mal getrunken. Wie gesagt, die Leute, die hier 10-mal getrunken haben, 2-mal, waren sehr schlau. Und ja, habe jetzt 2 Tränke drin. Ich denke mal, ich probiere gleich mal den Dungeon, aber das dürfte ohne die Epics nicht so gut möglich sein. Ich werde jetzt auch hier mal skillen, denn hier habe ich auch schon ewig Gold gespart. Ihr könnt ja schon mal hier zum Vergleich jetzt rechts, immer schön rechts gucken, gucken, wie viel ich ja geschafft habe beim EP-Event. Und dann werde ich jetzt erstmal skillen. Guck mal, wie billig das ist. Ich weiß, man kann auch gedrückt halten, das geht aber viel langsamer in der Regel, weil man schneller klicken kann. Ich kann ja auch mal einen Multiklick anmachen, wenn ich möchte. Da gucken wir, was da alles rumkommt. Ausdauer ist auch wichtig. Ich versuche es wieder von den Kosten gleich zu halten. Und auch Glück wäre mal was ganz Schönes, aber mit Epics kommt das Glück sowieso von alleine. Aber die habe ich im Moment nicht. Aber die nächsten geschickten Gegner, die kommen, die kriegen auf jeden Fall dick auf die Mütze. Bam. So, dann werde ich noch ein bisschen Glück skillen. Dann könnt ihr ja auch schon mal die Stats vergleichen, die ich danach erreiche, nach dem Skillen. Ich lasse das jetzt mal die ganze Zeit eingeblendet. Oh, so viel Gold habe ich gespart. Ja, ich wurde auch in den Kommentaren gesagt, hey, du skillst ja gar nicht oder du bist schlechter geskillt als ich. Es liegt daran, ich zock einfach meine Alu und lasse das Gold einfach nebenher. Komm, ich versuche auf 20% zu kommen. Vielleicht schaffe ich das ja. Ich muss schneller klicken. Ja, und ich weiß, ich sollte auch noch singen, aber ich finde da irgendwie keine Zeit und keinen Bock gerade dran. Ich werde es aber versprochen auf jeden Fall noch machen. Ich habe euch das versprochen, aber wann es kommt, das weiß ich nicht. Ich muss da aber erst drauf Bock haben, erst ein Lied zu finden,
was mir gefällt und dann muss ich auch noch den Text davon können und ja. So, ich steh's. Ja, ich glaube 20% schaffe ich damit nicht mehr. Mal gucken. Okay, hier auf 18%, das reicht auch. Ja, komm. Und dann probieren wir gleich mal den Dungeon. Zack, zack, zack. Immer schön gleich hoch. Vielleicht schaffen wir den ja, aber ich denke mal nicht. So, dann mal in den Dungeon gegen Don Capisce. Den Kampf werde ich mir aber jetzt nicht antun. Ich werde ihn einfach überspringen. Ja, ihr seht, kommt nicht viel raus. Machen wir noch einen random Arena-Kampf. Gewinnen wir, kriegen sogar noch was für Sammelalbum. Haben wir jetzt 87%. Dann gehen wir jetzt auch hier 10 Stunden in die Stadtwache. So, RTL hat auch einiges geschafft hier. Hat sogar noch 2 Alu. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen skillen. Also, ja, könnt ihr jetzt erstmal hier vergleichen, während ich skille, wie viel ich so geschafft habe. Hier versuche ich jetzt auf 5000 Stärke zu kommen. Was mich hier aber verwundert, ich schaffe diesen Dungeon einfach nicht. Ich schaffe ihn wirklich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil ich bin ja eigentlich nicht gerade schlecht, ne? So, ja, okay, Ausdauer muss auch mal sein. Ihr seht, wie viel Gold ich einfach anspare, weil ich das Gold einfach nicht verwende. Wobei, da kommt noch ein bisschen was in die Gilde. Ich ziehe jetzt einfach nur noch Ausdauer, Mensch, Stärke gleich. Apropos Gilde. So, ja, habt ihr fertig verglichen? Ich hoffe für euch. Wenn nicht, müsst ihr nochmal zurückscrollen. Zurück meine ich doch. So, das kommt jetzt in die Gilde. 299.800, das passt doch. So, ja, auch in der Gilde ist gerade nicht Platz. Aber doch, hier ist noch Platz. Ja, der wird gekickt. Also, ich werde jetzt gleich erstmal nach Aktivität suchen. Und wenn ihr auf RTL in die Gilde möchtet, dann könnt ihr da gerne rein. Level ist zurzeit noch egal. Ach, ich mach jetzt erstmal den Dungeon. Probiere ihn und ich komme einfach nicht über die Hälfte. Egal, was ich mache. Ich schaffe die Hälfte einfach nicht. Gut, das war RTL. Dann gehen wir jetzt auf TV2, wo ich ja wirklich eine Menge geschafft habe. Und also das war auf jeden Fall super. Ich habe dieses Epic bekommen und dieses aus dem Klo bekommen. Natürlich sind jetzt die Pilze etwas geschrumpft, aber damit kann ich leben. Das soll mir Wurst sein. Vielleicht hole ich mir nächste Woche schon wieder neue. Ich will ja den Server hier rocken. Rang 6 ist hier jetzt auch relativ sicher. Discover ist zwar hinter mir, aber... Wenn ich mal jetzt mein... Ich habe mit Epic schon mehr Stärke als er. Und wenn ich jetzt mal in Stärke-Equipment gehe, dann sieht der alte Mann alt aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich bin jetzt bei der Mordmaschine. Da habe ich ein paar Versuche reingesteckt. Aber ich werde jetzt eher noch ein bisschen Intelligenz... Nee, ich werde noch ein bisschen skillen. Und ihr könnt euch rechts das Tabular anschauen oder Bild. Wie auch immer, wie das jetzt so aussieht, die Veränderung von meinem Charakter. I follow you. Yo, boah, das Lied ist so ein Ohrwurm, ne? Es ist so blöd, gell? So, dann habe ich hier auch schon fertig geskillt. Wir sind gerade im Krieg gegen, ja, wie immer, Elementargeist und Danish Kingdom. Wir sind jetzt übrigens Goldbonus und Erfahrungsbonus. Ja, Erfahrungsbonus ist schon lange, aber Goldbonus ist schon lange neu ausgebaut. Dank Discover, der hier noch ein paar Notpilze gespendet hat. Jetzt fehlt halt nur noch die Festung. Wenn wir die auf 50 bringen, dann schaffen wir auch irgendwann die Danish Kingdoms, wenn sich da noch ein paar Leute melden. Apropos, wir haben Platz für einen neuen Spieler und vielleicht noch für mehrere, wenn ich mir gleich die Aktivität angucke. Das heißt, ein neuer Spieler, der mindestens, Moment, das muss ich jetzt mal ändern, Stufe 50 ist. Oder wenn er Pilzer ist und durchpilzt, dann darf er hier natürlich auch rein. Und wir werden jetzt nochmal, hier ist glaube ich auch noch 10 Alu. Aber die soll mich jetzt interessieren. Nochmal ein Versuch, nee, 3 Versuche gegen die Mordmaschine. Gucken wir uns die mal an. Also es sieht schon gut aus. Ich hatte schon sehr knappe Versuche, aber vielleicht schaffe ich sie ja jetzt im Video. Nee, das ist zwar schon mal schlecht. Ein vorletzter Versuch. Das wird auch nichts. Okay, letzter Versuch. Okay, er fängt schon an. Das ist gar nicht gut. I follow you. I follow. Okay. Na, okay, das wird doch nichts. Ich müsste jetzt mit 7... Boah, der war aber schon gut. Leider. Okay, dann werde ich mich jetzt in eine 7 Minuten 30 Quest vermummeln. Denn 2 Minuten 30 Quest wird sicherlich rocken.
So, dann mal hier nochmal fertig werden. So, hier. 10 Stunden Stadtwache reinhämmern. Hier, glaube ich, auch nochmal die letzten zwei Alus reinhauen. Und dann möchte ich euch nochmal gerne auf was aufmerksam machen. Ich glaube, die Startseite von YouTube buggt zurzeit, denn ich habe sehr wenig Aufrufe auf meinen Videos, die nicht simultan zu meinen simultan zu meinen Abonnenten sind. Und ja, schaut doch mal bei meinen letzten Videos zu den letzten zwei Tagen vorbei, denn es kommt echt nicht viel bei der Startseite an. Ich habe auch schon von einigen gehört, die wussten gar nicht, dass ich Happy Wheel Let's Play, weil nichts ankommt. Das heißt, schaut bitte in den Videos vorbei, kommentiert, gebt einen Daumen hoch und sowas, damit ich sehe, dass ihr das gesehen habt. Ich sehe es natürlich auch schon in den Aufrufen. Also, es sei denn, ihr interessiert euch wirklich nicht dafür für MW3 oder Happy Wheels. Aber Happy Wheels ist ein Top-Projekt, das macht auf jeden Fall Spaß. Gibt nur positives Feedback zurzeit, also gibt viel zu lachen. Also, wer was lachen möchte, der kann auf jeden Fall bei Happy Wheels vorbeischauen. Der nächste Part, der ist schon hochgeladen, der braucht nur noch die Monetarisierung. Und dann habt ihr auch, der ist wirklich richtig lustig, da muss ich mich selber oft kaputt lachen. Und ja, das war's dann mit den Empfehlungen. Das war das Fazit zum EP-Event vom Media Magic Doom. Und ich hoffe, man sieht sich wieder.